Moin Leute. Ich habe bei meiner Shoppingtour im Repo diesen Plexischlauch gefunden. Der kostet sage und schreibe nur 9 Euro und ist auch so einer schönen kleinen Halterung, sage ich mal. 15 Meter soll er haben. Bei 9 Euro denke ich, kann man nicht viel verkehrt machen. Ich habe den mal mitgenommen und probiere den jetzt einfach mal aus. So. Ich habe ihn da mal ausgepackt. Erstes Manko. Hier gibt es nochmal so eine kleine, mehr oder weniger Frühdüse dazu. Die liegt dann aber lose bei. Und ja. Gut, ich werde sie sowieso nicht nutzen, denke ich mal. Aber da so ein kleiner Cliphalter wäre natürlich schön gewesen. Ansonsten der Schlauch hier eingehängt. Auf beiden Seiten. Und hier ist nochmal so ein Adapter dran. Ja, aber man merkt schon, das ist wirklich billigstes Plastik. Aber ich schließe ihn jetzt mal am Wasserhahn an und dann schauen wir mal, was er an Länge bringt. So, wir haben ihn jetzt mal angeschlossen. Also unaufgeblasen, sage ich mal. Bis zu meinem Sohn da hinten sind das gute 5-6 Meter. Mehr nicht, aber wir lassen jetzt mal Druck drauf. Mal gucken, was er so macht. Ja, man sieht. Wie man sieht, der Schlauch hat deutlich an Länge gewonnen. Gehst du mal bitte? So weit wie der Schlauch reicht. Oh ja, das ist auf jeden Fall was. So. Oh, ich sehe schon mal wieder hier vorne, das sieht alles nicht so prickelnd aus. Streiten ihn mal ab, was die Länge sagt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja, also gute 15 Meter haben wir. Das haut soweit schon mal hin. Dann testen wir mal, was er macht, wenn wir den Druck vom Wasserschlauch, vom Wasserhahn ablassen, beziehungsweise abdrehen. Der Druck entweicht langsam. Der Schlauch zieht sich wieder zusammen. Wie eine olle Presswurst. Gut, ja. Ich werde ihn mal die nächsten Wochen ein bisschen mitnehmen und ein bisschen unterwegs testen. In der Praxis, wie er sich da auch verhält, und vielleicht ist das eine Sache, die man empfehlen kann. Auf jeden Fall besser wie die ollen Gartenschläuche, die ich sonst immer mit habe. Schauen wir mal.